Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch wieder herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Musik ist an, ja genau, er war ein bisschen leise gerade. Hat sich was verändert? Vielleicht zum letzten Mal? Nein, hat sich nicht. Alles gleich geblieben. Nee, hat sich nicht. Ich überlege auch, damit mal wieder zu spielen. Ist eigentlich ganz cool, aber der Instant Heal ist einfach zu krass. Der ist zu krass. Da kann man einfach nichts dagegen sagen. Ich kann aber hier mit Spaß drüber spielen. Obwohl, nee, macht. Na, keine Ahnung, weiß nicht. Aber mal schauen. Schade, dass die Talente teilweise irgendwie nichts bringen. Nicht viel. Beziehungsweise in der Kombination nicht. Naja, gut. Ich spiele ja eh anders als die anderen. Warum spielst du anders als die anderen? Weil ich es mache. Ah, oh, das habe ich nicht. War das nicht? Das, wo gab's denn das nochmal? Wo gab's denn das? War das Ragnaros? War die Viventa? Da ist es doch. Steht das nicht irgendwo, wo es das gab? Ach ne, ich hab's ja selber. Ne, dann hat's damit nichts zu tun. Okay, ich dachte, was gab's bei Ragnaros? Aber es war wahrscheinlich was anderes. Naja, gut, okay. Was haben wir hier? Silberbruchmine. Was ist das, Franzose? Ne, ich dachte, es wäre Franzose. Ach, das da. Okay, der Italiener wahrscheinlich. Oh Gott, ey, wann habe ich so Server das letzte Mal gesehen? Sieht man hier ganz selten. Oh, wir sind nur sind wir noch zum 9. Da bräuchten wir mal einen 10. Mann. Waffen wir mal. Ah, da ist er. Wenn man vom Teufel spricht, da ist er ja. Jetzt muss ich aber doch mal gehen. Ne? Moment. Ja, war jetzt doch ein bisschen länger. Jetzt habe ich nämlich doppelt gegähnt. Kennt ihr das? Während dem Gähnen nochmal gähnen. Das ist total doof. Das gleiche, wenn man sich am Strecken und Strecken ist und dann fängt man gerade nochmal an. So mittendrin nochmal. Nö, da brauche ich nicht hingehen. Jetzt gehen wir. Jetzt kommen wir noch mehr. Stunman den mal. Standarte. Und jetzt gibt's Aestern, damit der Hexer nichts mehr macht. Als auf den Priest. Als drauf, als drauf. Und ich wechsle auf den Hexer. Da ist er. Wall ist ab. Dann Hexer noch nebenbei penetrieren. Damit der Priest nämlich was zu tun hat, weil den Priest kriegen wir einfach gerade nicht down. Hexer aber gerade auch nicht. Aber so, müssen die Heiler sich auf zwei konzentrieren. Nämlich einmal, dass der Priest nicht verreckt und dass hier der Hexer nicht stirbt. Kriegt einen Inline. Warten. Stirb, stirb. Da geht er down. Kriegst einen Heal, Freedom. Der kriegt einen Stun. Wir gehen auf den Schurken. In sie raus. Scheiße. Freedom. Oh, 4. Wo ist der Priest? Wo ist der Priest? Da ist der Priest. Jetzt reicht's aber. Es ist ein Krieger. Ah, leck mich an. Ich mit Bubble raus. Kriegst einen Freedom. Kriegst noch eine Bob. Da ist der Priest. Einer der. Ach, das sind ja zwei. Scheiße. Das werden wir nicht gewinnen. Naja, das gewinnen wir nicht. Mann, noch Mini Shammy. Der kriegt einen Stun. Ich krieg auch gerade keinen Proc für ein DS. Das wäre zu göttlich. Scheiße. Nee, kann ich raus, kann ich raus, kann ich raus. Hat keinen Sinn. Ja, Krieger, ich weiß, du bist ganz toll. Ich habe nur drauf gewartet, dass sowas kommt. Jetzt werde ich wahrscheinlich sterben. Na doch nicht. Hand auflegen. Regelt. Einmal zumindest. Kommt gleich. Der Worry ist dann. Ich warte noch, bis der Hammer fliegt. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt! Stun kann ich aber auch, Freunde der Nacht. Jetzt noch ein. Boah, jetzt muss ich hier die ganze Zeit. Die spillen. Alter Schwede. Aber wir haben's überlebt. Scheiß Pet, ich mach mal kaputt. Mal Inline. Oh, ich mach's Pet kaputt hauen. Können wir dem noch Heal geben? Scheiß Pet. Deswegen. Ey, ich hab gesagt Scheißpad. Ach du Scheiße. Jetzt ein Stun. Oh, natürlich. Jetzt krieg ich wieder alle CC ab. Scheiße, werde ich sterben. Ja. Ich hab doch den. Das kapier ich jetzt wieder nicht. Ich hab doch gedrückt, dass er heilt. So, also so lang sind die Globes jetzt auch wieder nicht. Meine Aktion. Ja, das ist kein Heal.
Klar, dann brauche ich dann. Okay, ich hätte nämlich noch etwas überlebt und wahrscheinlich noch was gerissen. Vielleicht hätte ich den Schuh hier noch umgehauen. Den kriegen wir nicht mehr. Dafür kriegen wir die da hoch müssen wir. Ne, die müssen wir aufhalten. Brauchen die da Hilfe? Ne, brauchen sie nicht. Was ist da oben? Das ist jetzt hier ein Mage. Da ist der Priest, der kriegt einen Stun. Ah, blöde Kugel. Kriegst eine Bob. Kriegst einen Heal. Schurken hier mal AEs dann. Ich guck, dass die nicht verrecken. Ihr kriegt auch was. Freedom. Oh, Mage, cool. Gehen wir auf den Mage hier. Den Inline. Den Heal. Schurke kriegt einen Stun. Bob, vielleicht hilft's. Nervt. Kann den jetzt habe ich. Ja, mit dem Priest hier. Das ist echt kacke gerade. Die haben hier zwei Heiler, die. Da kommen wir nicht gegen an. Zumal auch jetzt hier müsste AE-Schaden kommen. Aber geht halt das nicht. Ich sterbe jetzt wahrscheinlich. Ne, jetzt ziehe ich mich zurück. Das hat kein Match. Muss nicht sinnlos sterben. Schon, das wird ja nicht viel bringen. Natürlich. Ja, jetzt sterbe ich. Wie mit seinen kleinen. Mit seinen kleinen verrosteten Dolchen auf dich einsticht. Weil er sonst nichts kann. Alles meucheln, Schurken, ne? Ja, Schurken haben da nichts verloren. Aber gut. Wer weiß, wie die den Schaden gemacht haben. Weißt du, ich können die Schurken großartig AE-Schaden machen? Sie können schon, aber ich weiß, können die wirklich so viel machen? Ich glaube schon. Ich weiß es gar nicht. Wenn es alles AE-Schaden war, okay, gut, Zerg. Jemand, der gut AE-Schaden machen kann und halt im Zerg ist, der kann das einfach. Das ist hier dann auch voll in Ordnung. Scheiß Priest, kriegst einen Stun, kriegst einen Slow. Ach du Scheiße, die Fokus sind zu stark wieder. Ne, kannst vergessen, Brosch. Kriegst einen Stun. Wings auf den. Vielleicht kann ich ja was töten. Absorbt nur. Immer auf den da. Mal wieder auf den. Wieder nur absorb. Immun. Geil, die ganze Palette. Opferung. Priest kriegt Stun. Ich würde dann jetzt auch gleich untergehen. Ey, das ist echt nicht mehr normal. Ey, komm. Tötet mich. War noch nicht. Muss ich noch Schaden machen. Gegen zwei Schurken, Absorb, Immun, Ausweichen. Och, da brauche ich mich nicht wundern. Weil der eine hätte, einer wäre locker gefallen. Beziehungsweise wenn die keinen drinnen hätten, dann wären sie gefallen. Da braucht man wieder nicht hin. Ja, so, gerade mal 300 Punkte, na, 270, 80 Punkte Differenz, das geht eigentlich noch. Nein, du brauchst nicht weiterlaufen, du bleibst hier. Du bleibst auch hier. Komm, leg mich, ich babbel hier. Ich halte euch hier irgendwie fest, solange es geht. Und da kann man auch nichts heilen. Ob wir irgendwie da was heilen können. Minimal. Wie die da am Schnetzeln sind. Scheiß Priester, bleib hier. Gehen wir nicht auf den Sack, Schurke. Kurz vorher noch gestunt. Das Problem ist der Priest hier. Der heilt, der kann durchziehen. Vielleicht doch noch irgendwas. Scheiße. Wings up, Wall up. Oh, wir haben noch jemanden hier. Hallo, wie oft muss ich denn jetzt... Ich glaube, ich schmeiß die Tastatur echt gleich aus dem Fenster. Immer schlecht zu sein.
Sind beide nicht wirklich gut. Hab ich nicht in Inline erwischt. Oh, 101 gegen Shami. Was wir auf Dauer wahrscheinlich verlieren werden. Ja, so jetzt sowieso. Bomb wird nichts bringen. Ja, klar. Ja, ja, gut, abstauben halt, ne? Ja, aber mal sowas von. So viel wieder geheilt. So viele Heiler hier. Die haben zwei. Wie viel haben wir? Drei Heiler, aber trotzdem kriegen wir es nicht gebacken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na schön, der ist AFK. Das hasse ich. Was steht der denn? Da hat er überhaupt noch irgendwas gemacht. Was steht der da? Da hat gar nichts mehr gemacht. So Leute hasse ich, Leute. Entweder, dann geht entweder raus oder spielt gescheit mit. Weil das ist scheiße. Weil so braucht man sich nicht wundern. Das spielt noch nicht die ganze Zeit eh nur mit neuen Leuten. Naja, gut. Was sagt die Stadt? Was habe ich an der Heal? Was waren das eigentlich? Das, okay, klar. Lichtblitzen, alles. Was kam eigentlich hier raus? Das ist jetzt nämlich wieder so ein Punkt, wo, wo ich am überlegen bin, ob ich dann wieder doch hier die Glyphe reinsetze. Weil es ist halt Heal, ne? Ich weiß es nicht. Ach komm, zum Überleben ist das eigentlich besser. Naja, gut, okay. Ich sag wie immer trotz allem vielen, vielen Dank. Wenn was sein soll, ab damit in den Kommentaren oder auf Twitter. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und so weiter. Abo freut mich natürlich auch, bla bla. Kennt ihr ja alles, ne, von anderen. Also von daher, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.